Ja, moin, ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist soweit. Wir holen heute ein neues Auto ab, und zwar das Auto von Nazilla. Ja. Ich hatte es ja angekündigt in einem meiner letzten Zoe-Videos, kurz bevor wir die Zoe verkauft haben, dass wir ein neues Elektroauto bekommen. Und ihr habt fleißig geraten, was es wohl wird. Und heute kommt die Auflösung. Wir holen das Auto ab und ihr seid dabei. So, wir sind am Autohaus hier in Bremen angekommen. Also es wird schon mal kein Tesla, könnt ihr euch vorstellen. Und was es wird, das seht ihr jetzt. Jetzt. Könnt ihr es erkennen? Ja, wir sind bei Renault. Also es wird eine Zoe. Ja, tut uns furchtbar leid. Kein ID3, kein Model 3, kein Polestar, kein Taycan. Nein, es wird eine neue Zoe. Und jetzt gucken wir mal, wie die aussieht. Ich bin total gespannt. Und du? Bedingt. Freust du dich schon? Oh, endlich! Also. So, jetzt sitzen wir in deiner neuen Zoe. Endlich. Ja, also, was ist es denn für ein Auto geworden? Oder erstmal überhaupt, wie war denn die Auslieferung? Die Auslieferung war extrem kurz. Ja. Also, wir haben im Prinzip den Schlüssel in die Hand gedrückt und nach dem Motto, die Zoe kennen Sie ja schon. Sie hatten ja früher auch eine. Wenn noch was ist, fragen Sie uns. Ansonsten tschüss. Das hat keine Viertelstunde gedauert, würde ich mal sagen. Und wir haben uns das Auto noch mal ein bisschen überall angeguckt. Also so, als würde ich ein Model 3 abholen. Und ich habe, scheiße, keine Mängel gefunden. Das wünscht man sich irgendwie bei Tesla mal, dass man das so mal so hat. Also bei der Zoe war es tatsächlich so, ich habe nichts gefunden, was ich zu beanstanden hätte. Ja, die Spaltmaße sind jetzt nicht Millimeter. Das sind schon halt Renault-Spaltmaße. Aber alle gerade. Keine Lackprobleme, auch im Innenraum, alles gut, alle Dichtungen sitzen. Ja, tut mir leid. Alles super. Du hast den Wagen gefahren. Ja, hervorragend. Und im Vergleich zur Zoe 2015, was sagst du? Welten, Welten. Also nicht zu vergleichen, ganz anderes Auto. Ist jetzt mal ein richtiges Auto, ja, ne? Keine Möhre. Nichts klappert. Ja, es ist ja auch ein Neuwagen, ne? Ja. Also was haben wir jetzt hier? Wir haben hier keine Intense, sondern wir haben eine Experience 110, nicht 135 tatsächlich. Und das Ganze hier, das ganze Auto ist eine Vernunftentscheidung, will ich mal so sagen. Ja. Wir haben uns halt lange Gedanken drüber gemacht. Erstens, wann verkaufen wir unser altes Auto, die alte Zoe? Und was kaufen wir uns stattdessen für ein anderes Auto? Und dieses Auto ist tatsächlich nicht gekauft, sondern ist geleased, weil Renault unglaublich günstige, also konkurrenzlos günstige Leasingkonditionen hat oder hatte. Zumindest im Oktober haben wir den Wagen bestellt. Das Ganze geht auf Gewerbe, weil ich halt auch Gewerbetreibender bin. Dadurch ist es noch mal ein bisschen günstiger. Und ich kann es ja so sagen, also man hat ja die Fördersumme von 6.000 Euro. Das ist im Prinzip die Leasing-Sonderzahlung. Die zahlt man einmalig an, bekommt man ja auch vom Vaterstaat zurück. Also die Anzahlung ist ja für mich quasi kostenneutral. Und dann haben wir den Wagen für 2 Jahre geleast und zahlen im Monat sage und schreibe 158 Euro. Und das für 2 Jahre, also das sind irgendwie 3.600 Euro auf 2 Jahre. Und wenn ich mir den Wertverlust unserer alten Zoe auf 3 Jahre mal ausrechne, ist dieser Wagen im Prinzip fast umsonst. Also ja. Das ist unglaublich, was für ein Angebot das war. Und von daher mussten wir das einfach machen. Ja, wir wären doof gewesen, wenn wir es nicht gemacht hätten. War eine Vernunftentscheidung. Klar, wir hätten gerne auch vielleicht ein noch schickeres Auto gehabt. Vielleicht auch ein ID3 oder ja, der Mini wäre zu klein gewesen. Nee, das ging nicht. Der Honda E hätte eine zu geringe Reichweite gehabt, weil wir wollten halt schon mal was mit ein bisschen mehr Reichweite.
Und das ist jetzt halt hier die mit dem 52 Kilowattstunden großen Akku. Experience hat das kleine Navi, hat sonst relativ volle Ausstattung. Also was haben wir denn hier? Sitzheizung, wir Lenkrad haben hier Heizung. Lenkradheizung, Lederlenkrad, induktives Aufladen. Diese Kunstledersitze, ich glaube, die sind sowieso Serie, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ansonsten der Innenraum hier von der neuen Zoe, der ist richtig schick geworden. Da hatte ich auch schon mal ein Video drüber gedreht mit einer Reichweitenfahrt hier, verlinke ich mal hier oben. Also der Wagen von innen sieht wirklich, wirklich gut aus. Ja, das Textil ist wunderschön hier. Da kann man nicht meckern. Es ist zwar hier noch Hartplastik dran, aber ja, gut. Irgendwas ist ja immer, ich muss ein bisschen so zurechtstutzen. Ja, so. Auch noch unterschieben, ja. Also der Wagen ist noch nicht eingestellt auf uns und auch nicht auf Nazilla. Nee. Ich werde den Wagen ja eher seltener fahren, wobei das macht jetzt hier richtig Spaß, den zu fahren. Hm. Die alte Zoe hat mir auch Spaß gemacht, aber das hier ist jetzt ein ganz anderer Schnack. Also ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr enttäuscht, dass es jetzt kein Taycan geworden ist, aber ganz ehrlich, nein. Man muss auch die Kirche im Dorf lassen, es geht auch ein bisschen ums Geld natürlich und zu verschenken habe ich auch nichts. Und Nazilla fährt mit dem Wagen total gerne. Ja, und ich absolut, denke, absolut. Wir werden jetzt in den nächsten 2 Jahren wahnsinnig viel Freude dran haben. Und was mir halt, also das einzige Negative, was mir aufgefallen ist, dass Renault mich verpflichtet, einmal jährlich mit dem Auto zur Inspektion zu fahren. Und wir haben ja im Prinzip nur eine Fahrleistung von 10.000 oder 12.000 Kilometer im Jahr maximal in dem Leasing. Dass ich nach 12.000 Kilometer in einem Jahr schon zur Inspektion muss, nicht Expedition, Inspektion, und im zweiten Jahr schon wieder, und das ist ein Elektroauto. Hallo, was macht ihr da? Schrauben nachziehen? Ich habe keine Ahnung. Einmal reingucken und... Alles noch da, jo, weiter, und dann zahle ich 300 Euro. Ich habe keine Ahnung, und ich glaube, das ist im Leasing mit drin. Aber egal, das mit der Inspektion finde ich nicht mehr zeitgemäß dafür, dass das ein Elektroauto ist. Gut, also morgen fahren wir mit dem Wagen schon die erste größere Tour, denn es geht nach Hamburg und zurück. Das sind so 320 Kilometer hin und zurück oder 300 Kilometer hin und zurück. Und da geben wir nämlich unseren Mietwagen ab. Wir hatten jetzt für 2 Monate ein Ioniq. Habt ihr ja auch ein Video gesehen, wo ich die Stadtreichweite gemacht habe. Verlinke ich auch mal hier oben. Und den geben wir jetzt zurück. Den haben wir von Jan Sehitsch geliehen. Hallo Jan, schöne Grüße. Vielen Dank nochmal. Nee, nicht geliehen, gemietet. Das hat uns auch Geld gekostet. Also er hat es auch nicht verschenkt. EV4Rent heißt seine Firma. Sehr netter Laden. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, falls ihr ein Elektroauto mieten wollt kurzfristig. Macht Jan das bestimmt für euch möglich. So, ja, ich mache jetzt erstmal Pause und ihr seid dann gleich morgen wieder mit dabei, wenn wir nach Hamburg fahren. Da gucken wir auch mal, was dieser Wagen, der hat jetzt 18 Kilometer auf dem Tacho, was der jetzt eigentlich so am Verbrauch hat. Ich glaube, am Anfang ist er noch ein bisschen höher, weil ja, alles irgendwie noch so ein bisschen nicht eingefahren. Eingefahren werden muss. Also ich glaube, alles ist noch so sehr festgezurrt und Reibungsverluste, keine Ahnung. Wir werden es erleben, ich bin gespannt. Also die Fahrt vom Autohaus hierher war absolute Katastrophe, 34 Kilowattstunden, obwohl wir nur Tempo 50 gefahren sind. Ja, wir haben nur 18 Kilometer insgesamt gefahren. Ja, aber ich hätte jetzt gedacht, das wären jetzt so 12 Kilowattstunden, aber ich nicht 34. Ich glaube, der rechnet das um. Um? Worauf? Ja, keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe jetzt gedacht, ich fange mit 0 an und wenn ich 18 Kilometer fahre mit 50 km/h, habe ich nicht 34 Kilowattstunden auf 100. Aber das ist, glaube ich, nicht repräsentativ. Wir werden das morgen ein bisschen austesten. Wir haben eine angezeigte Reichweite hier bei 97% von 374 Kilometer. Und so viel weiß ich schon, das werden wir auf der Autobahn nicht schaffen, denn wir fahren natürlich 130. Ich schätze eher, wir haben einen Verbrauch von so 21 Kilowattstunden, schätze ich mal auf der Autobahn. Das ist meine Vorhersage. Wir gucken mal. Alles drunter wäre super, alles drüber. Wahrscheinlich liegt es daran, dass der Wagen picke, packe, niegelnagelneu ist. Ja, wir werden es erleben. Und ja, in 3 Sekunden ist der Tag vorbei. 1, 2, 3. Und jetzt sind wir unterwegs nach Hamburg. Heute ist ein wunderschöner Tag. Es ist sonnig, unglaublich. Und wir haben jetzt erstmal 120 Kilometer vor uns, bis wir an der Ladesäule ankommen, wo wir uns mit Jan Sehitsch treffen, um den Mietwagen abzugeben. Und das ist quasi jetzt die erste Ausfahrt der nagelneuen Zoe. Und ich bin mal gespannt, wie die sich auf der Autobahn schlägt. Gestartet sind wir jetzt mit 93% im Akku und einer angezeigten Reichweite von 269 Kilometer. Das ist jetzt seit gestern um 100 Kilometer gefallen, über 100 Kilometer. Das liegt daran, weil ich den Trip zurückgesetzt habe. 250 Metern geradeaus genau. Fahren und der Straße Autobahnzubringer Hornlehe folgen. Jawohl, mache ich. Und dann wird das natürlich neu berechnet aufgrund des horrenden Verbrauchs von gestern bei der Fahrt vom Händler nach Hause. Geradeaus fahren.
Aber 269 Kilometer erscheint mir zumindest nicht ganz unrealistisch. Der Spurhalteassistent hier von der Zoe, das ist so sehr rudimentär, würde ich mal sagen. Also er eiert doch relativ extrem zwischen den Linien hin und her. Und also dem würde ich nun überhaupt nicht vertrauen, leider. Eieieiei, jetzt eiert der nach rechts und jetzt eiert er nach links. Nee, tut mir leid. Ist hier so leise bei 120 jetzt gerade auf der Autobahn. Also gut, wir fahren auch gerade über Flüsterasphalt, aber auch Windgeräusche kaum, wirklich. Das ist sehr angenehm. Ist fast besser als in meinem Model S. Ja, und dass das Ding keinen adaptiven Tempomat hat, sondern nur einen einfachen Tempomat, das ist echt schade. Vor allem, man denkt da fast gar nicht mehr dran, weil heutzutage hat irgendwie fast jedes Auto einen adaptiven Tempomat. Und wenn ich jetzt den Tempomat hier einschalte auf 130, dann rausche ich auf die Autos drauf, weil er bremst nicht von alleine. Da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Ja, das ist auch ein bisschen gefährlich jetzt gerade. Ich glaube, ich lasse den Tempomat einfach aus, weil es bringt auch so gar nichts. Weil du musst eigentlich ständig beschleunigen, bremsen. Und sobald ich bremse, geht der Tempomat wieder raus. Muss ich ihn wieder von Hand einschalten. Irgendwie ist das Ding eigentlich im heutigen Verkehr völlig nutzlos. Wenn die Straße frei ist, klar, dann kannst du den Tempomat einschalten, ihn fahren lassen. Aber sobald du bremsen musst, bist du raus. So, wir haben jetzt 50% Akku verbraucht bei 43% und haben 106 Kilometer zurückgelegt. Das heißt, 100% Akku, 212 Kilometer. Deckt sich so ziemlich mit meinem Zoe-Test vom halben Jahr. Allerdings bin ich da ein bisschen schneller gefahren. Okay, es war auch mindestens 15 Grad wärmer. Wir haben nämlich jetzt nur 5 Grad. Aber wir sind auch nicht so wahnsinnig schnell gefahren. Wir sind so zwischen 120 und 130 gefahren, mehr Richtung 120. Aber auf der Autobahn wären dann so im Winter 210 Kilometer eigentlich so der Standard hier für die Zoe. Ja, gleich sind wir auch da. Wir haben ungefähr noch 6 bis 8 Kilometer vor uns. Wir sind jetzt halt bei den Elbbrücken und dann treffen wir uns nämlich in Hamburg an einem Triple Charger. Da werde ich auch ein bisschen laden, weil ich habe jetzt nur noch knapp 41% im Akku. Damit komme ich nicht ganz zurück. Restreichweite hier sind 108 Kilometer und wir hatten bis jetzt, wir sind gefahren, Moment, 113 Kilometer im Moment, einen Durchschnittsverbrauch von 22,2 Kilowattstunden auf 100. Wie gesagt, wir sind eher Richtung 120 km/h gefahren, ab und zu mal 130, ab und zu auch mal nur 110. Das war auch von der Verkehrssituation abhängig. Aber ansonsten sehr gemütliche Fahrt. So, und jetzt lädt die Zoe das erste Mal die Premiere an DC an einem Tritium Charger in Hamburg mit 44 kW. Leider zeigt weder der Charger das an, noch die Zoe die Ladeleistung, also können wir nur schätzen. Aber Jan sagte mir, dass diese Lader hier 44 kW abgeben, real. Und die Zoe kann ja sowieso nur bis 50 kW DC laden. Innen zeigt sie auch die Ladeleistung nicht an, also naja, wir glauben das mal. So, jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg. Wir haben mit DC das erste Mal geladen mit der Zoe. Hat alles anstandslos funktioniert, außer dass die Triple Charger hier in Hamburg meine SWB-Karte nicht akzeptieren. Das wusste ich irgendwie gar nicht. Mit NewMotion ging es dann aber irgendwie. Wir haben bis 72% hochgeladen und haben jetzt 195 Kilometer Reichweite. 120 müssen wir, also gar kein Thema. Verbrauchstechnisch war die Zoe bei 21,9 am Ende, als wir angekommen waren.
Und der Ioniq bei 17, was hattest du, weißt du das noch? 17,4. Also da sind schon mal die Unterschiede. Der Ioniq ist deutlich effizienter als die Zoe, aber 21,9 geht eigentlich noch. Wir sind jetzt zwar nicht so schnell gefahren, aber für Autobahnen und die Temperatur heute mit 5 Grad war es okay. Ansonsten ist es wirklich ein schönes Auto, fährt sich super. Wir werden da, glaube ich, jetzt viel Freude dran haben, denke ich mal. Und es ist so schön leise. Es ist wirklich unheimlich leise hier in der Zoe, kann ich wirklich nur sagen. Die ist super gedämmt, klappert nichts, rappelt nichts. Das gefällt uns. Ein Widget in der Zoe lautet hier Tankstelle. Da denkt man ja, okay, Tankstelle, die meinen bestimmt Ladesäulen. Nein, die meinen Tankstellen. Wenn man drauf drückt, dann kriegt man eine Liste von Benzintankstellen in der Umgebung. Ist das nicht hart? Ja, die ersten rund 300 Kilometer liegen jetzt mit der Zoe hinter uns, Nasilla. Und, bist du noch begeistert? Ja, total. Tolles Schönes Auto. Ja, ja, mir gefällt es auch. Verbrauch ist auch okay. Jetzt auf der Rücktour waren es 22,4 Kilowattstunden. Jetzt laden wir hier zu Hause ein bisschen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch noch eine ganz tolle Weihnachtszeit. Das war jetzt das letzte Video für dieses Jahr. Und dann sehen wir uns hoffentlich im Jahr 2021 wieder. Und bleibt bitte gesund und passt auf euch auf. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Tschüss.